Hey, willkommen hier zu einer neuen Die Sims für Let's Build Folge zu meinem Future Penthouse. Ich bin Daniel von SimFans.de und heute baue ich weiter. Ja, wahrscheinlich sind wir heute schon im Finale. Mal gucken, wie weit das wird, aber wir haben schon noch ein bisschen was zu tun. Also gut, wir gehen mal rein. Letztes Mal haben wir ja hier so ein bisschen das Kinderzimmer eingerichtet. Ja, so sieht das aus. Abgespaced für die Kids natürlich. Viel mit Stranger will jetzt hier auch. Einfach weil es neu ist und weil die Laptops cool sind. Und wir haben so ein bisschen unseren Hobbyraum hier gemacht. Ja, den haben wir da eingerichtet. Für den Wissenschaftler mit dem Erfindungserbauer der Klonmaschine und hier unserer Pflanzenanalysestation. Natürlich brauchen wir hier auch noch Komfort, so ein paar Stühlchen, ne? Dann nehmen wir, was nehmen wir denn da? Dann nehmen wir die, oder? Der Drehstuhl. Baby.ignore Gameplay. Unlocks Entitlement. Verdammt, also jedes Mal denke ich, ist der lang. Ja, ja, gut. So, weil den können wir da hinsetzen. Wir müssen den aber, glaube ich, nicht überall irgendwie hinsetzen. Wir können den auch so an ein, zwei Dinger oder so hinmachen, ne? Hinten will er gar nicht mehr ran. Naja, gut, okay. Dann machen wir den da ran. Oder liegt da noch irgendwas rum hier? Da weiß man nie, da liegt auch was rum. Daniel, liegt wieder Sachen hier auf dem Boden. Können wir hier so ein bisschen, genau, so machen wir das doch. Das ist doch gut. Aber lasst uns hier den Stuhl hin machen, dann ist der nicht so im Weg hier, auch wegen dem Trainingsgerät hier. So, ein bisschen noch auf die Seite da. Das ist hier noch ein bisschen schwierig. Ah, ich muss da nochmal mit baby.moveobjects. Also die Sims kommen da schon ran. Weil das Objekt ist ja unten. Dann können wir das so machen. So ist, glaube ich, ganz gut, ne? Das müsste funktionieren. So geht das Ganze. Ist sehr cool, mit der KI kann man ja auch reden, mit dem Roboter. Da haben wir unser Badezimmer. Ich zeig's nochmal ganz kurz. Da haben wir unseren Flur. Ja, mit Luftfilter und so. Oben drüber ist natürlich das Glasdach, ne? So. Das sind alles Setteile aus Werde berühmt. Es ist kein CC hier mit drin. Mhm. Und unten haben wir so ein bisschen mal den Garten eingerichtet mit unserem Fake-Flugzeug. Ja, und die Rakete, Wettermaschine und so weiter. So muss das doch sein. Dann haben wir auch den Briefkasten. Ja. Und da ist dann unser Grillbereich. Ich würde sagen, wir machen hier auch mal ein bisschen weiter. Da können wir auch ein Stück von dem Hashtag Grün hier, von dem schönen, sauberen Grün hier opfern. Oder Opfergrün. Dann haben wir nämlich hier unsere Terrasse so ein bisschen. Das ist alles der Leuchtboden. Ist sehr cool, auch bei Nacht. Natürlich. Da kann man da so ein bisschen raussitzen, oder? Das ist doch toll. Dann holen wir uns da. Das ist auch die Küche. Da kann man da auch so den Esstisch mal hinpapseln. Und ich guck mal, dass wir hier auch diese Bar da, die ist so cool. Da gibt es noch die andere, die ist auch total futuristisch. Passt vielleicht sogar besser, ne? Wegen dem Leuchtelement. Ja, wir nehmen die. Und dann kann man die da vielleicht so ein bisschen da noch hinstellen dazu, oder? Machen wir die aber auf die Seite. Ich finde das irgendwie dann offener, wenn man das so ein bisschen macht, ne? So kann man das doch machen. Dann kann man hier so ein bisschen grillen. Und dann in der Mitte einen schönen, ich hätte jetzt gesagt, einen schönen runden Tisch. Aber das wird schwierig. Ja, futuristisch, dann nehmen wir am besten den Glastisch einfach. Ja, da gucken wir mal, was da passt farblich, ne? Ja, schwarz-weiß ist immer so, ganz weiß wäre mir natürlich lieber gewesen jetzt, aber ich glaube, das gibt's nicht. Dann nehmen wir mal den. Den packen wir bis an den Rand hin. So, kannst du gleich die Teller runter. Nein. Und ja, Glasstühle müssen da natürlich dazu. Also das geht, da geht gar nichts dran vorbei. So. Ja. Glasstühle. Sehr gut. Sollen wir da nochmal irgendwie so einen normalen Glastisch oder so hinstellen, ne? Zum Burger ablegen. Oder Veggie-Schnitzel, je nachdem. Ja. Wir können auch nochmal hier vielleicht was Cooles machen. Wenn wir da nochmal so eine, vielleicht sogar eine Halbwand ziehen. Hätten wir da hinten nochmal so eine, ich glaube, die ist gut. Ja, die ist ein bisschen zu niedrig. Ja, ich probiere es mal mit der dann doch. Machen wir die zwei Kästchen breit, dann verschiebe ich unseren Poller da noch ein bisschen. So, dann können wir die nämlich auch nochmal mit dem Ding, das ist zu hoch, ne?
Und das verkleinert. Hat das dann Lücken in der Luft? Wow, okay, das ist auch witzig. Da macht hier so ein Ding hier draus. Das ist auch cool. Ne, weil das ja ein Fenster ist, dann macht das durchsichtig. Wieso nicht? Ist auf jeden Fall individuell. Aber hier am Rand noch mal die Sachen hin und natürlich die Leiste oben, die machen wir weiß. So. Eine natürliche Barriere. Eine unnatürliche Barriere. Ja gut, also die Säulen, das wird hier leider nichts, ne? Weil die sind natürlich so hoch wie das Stockwerk. Aber ich habe mir gedacht, man könnte da so ein Bar-Element irgendwie hinmachen, oder? Sollen wir das machen? So ein Wandelement. Oh, das ist wieder doof, das zu suchen, ne? Was ist denn dieses Flaschen an der Wand? Leuchtflaschen an der Wand. Wo ihr sein denn? Ich suche die jedes Mal. Jetzt auch in der Golden Mansion, da waren die auch mit drin. Die leuchten so schön. Ah, ich suche das wieder hier. Ist es auch hier bei Wanddeko mit drin? Das weiß man nie so genau. Das sind auch so Barschilder und so, ne? Das sieht schon besser aus. Aber die sind natürlich auch toll. Kann man die irgendwie noch verwenden? Das ist auch ein schönes Objekt. Das ist echt schön. Das nochmal irgendwie da. Weil die kann man auch so schön in der Wand jetzt da platzieren. Aber so gefällt es mir jetzt noch nicht. So. Come on jetzt hier. Oh, das Blubberzeug ist auch toll. Aber das wollte ich eigentlich ganz genau. Das kommt dahin jetzt. Wusste, was es wolle. Ja, wir machen das so. Das ist doch mal cool. Also ist auf jeden Fall krass. Irgendwie das auch schön reflektiert dann immer, ne? Mit dem Blau bei dem Fenster. Echt cool. Wow. Wow, wow, wow. Eigentlich könnte man die Wand sogar weglassen. Ja, und dann wirklich nur ganz minimalistisch dieses Ding da in der Luft lassen. Ich meine, es ist ja egal. Es hebt ja jetzt, da wir ja die Wand quasi platziert hatten. Ist noch besser, oder? Noch besser. Sehr gut. Ja, ja. Okay. Wir haben jetzt noch hier, wir haben noch einiges. Ah, das dauert noch ein bisschen länger. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Fernseher. Und der Fernseher, der müsste eigentlich jetzt an die Wand ran, ne? Da haben wir jetzt ein bisschen das Problem. Sieht aus wie so ein Gesicht auch. Fehlt nur noch die Nase. Vielleicht können wir da auch wirklich... Ja, ein großer Fernseher ist ja da Pflicht irgendwie, ne? Dann können wir da auch da drüber hängen, ne? Also denn, dann passt es auch gut. Oder wir machen den da in die mittlere Säule. Das geht natürlich auch. Das geht natürlich auch. Das ist auch gut. Komm, dann machen wir das so. Dann machen wir unser Wohnzimmer, in Anführungszeichen, doch so ein bisschen zentrierter. Würde ich mal sagen. So. Ist auch eine coole Deko, ne? Wir brauchen auf jeden Fall noch die Stereoanlage. Da würde ich jetzt mal die da nehmen. Die ist relativ simpel. Ja, und haben die da ein bisschen Space auch zum Rumtanzen. So, und da machen wir dann noch so ein paar. Die sind total toll aus, die gibt es leider wieder nicht in ganz weiß, ne? Die gibt es nur so ein Beige-Weiß. Nein! Da müssen wir andere nehmen. Dann nehmen wir die da. Die gibt's, genau, die gibt es in so einem richtig schönen blauen Ton. Das ist auch so ein süßer Sessel irgendwie. Ein futuristischer. Ja. So. Ah, die Sessel gefallen mir jetzt. Die Couch des Dinger da gefallen mir jetzt nicht so gut. Haben wir da noch irgendwie schönere Zweisitzer? Das wäre mal was Besonderes. Die da natürlich, ne? Die sind voll futuristisch. Man muss die eigentlich jetzt nehmen, ja. Die muss man jetzt eigentlich nehmen. Da gibt es aber, glaube ich, keine Sessel-Variante davon, oder? Doch, da gibt's die da, ne? Die da gibt's. Komm, dann nehmen wir doch die. Let's do this. Ja, die sind gut. Aber die möchte ich trotzdem noch irgendwie verwenden. Können wir die da so hin machen? Dann können wir vielleicht da so eine kleine Leseecke oder sowas? Oder so eine... Na, so ein bisschen irgendwie so eine... Weiß ich noch nicht. Einfach so eine Sitzecke machen.
Dann können wir die da verwenden. Oh, gibt es die auch noch in ganz weiß? Nehmen wir jetzt ein Anliegen in grau. Also ganz gefällt es mir da dann auch nicht. Wir haben da, glaube ich, nochmal eine Variante, die als Esszimmerstuhl leicht anders aussieht. Ja, ah, die sieht fast gleich aus, ne? Ja, die ist ein bisschen kleiner. Ach, das gefällt mir nicht so sehr. Da muss ich schon sagen. Ich probiere es jetzt mal, ob wir das so vielleicht dann doch machen mit einem Dreiergespann. Dadurch, dass wir jetzt Zweiersessel haben, brauchen die ja nicht so viel Platz. Und dann muss da noch Oberflächen. Da brauchen wir jetzt noch einen Couchtisch. Ist auch wieder schwierig, ne? Mit so einem Vierer-Ding. Da finde ich den ganz toll. Der ist auf jeden Fall heiß. Der ist cool. Ja, das ist der Future-Dinger. Oder der ist noch cooler irgendwie. Ist auch. Ja, der ist so ein bisschen verstrickt hier. Dann nehmen wir den. Müsste man, glaube ich, aber dann so rumstellen. Da gibt beides. Ist eigentlich egal. Eigentlich braucht man einen Vierer-Tisch, ne? Man könnte das ja auch mal probieren zu faken. Es geht bei dem eigentlich ganz gut. Finde ich viel besser. Und da muss jetzt noch ein bisschen Farbe drauf. Wir haben auch bb.showHiddenObject in an die Arbeit richtig tolle Schwebelampen oder solche Momentum-Konservatoren oder wie die Dinger heißen. Wo ist denn diese Schwebelampe? Die ist nämlich, die ist cool. Die passt voll gut. Die da, die Schwebelampe, die müssen wir aber mittig platzieren. Da kommt auch so ein Hologramm da raus, ne? Das ist ganz, ganz toll. Da gibt es auch noch diese Galaxy Lamp, die gibt es auch noch. Die ist auch ganz cool, aber ich würde die jetzt mal so in die Mitte machen. Das ist wie so ein, die Fernbedienung oder so. Ja. Was hat man noch in der Zukunft? Wo ist denn diese Schwebelampe? Da gibt es so ein ganz kleines Objekt. War die nicht sogar hier auch mit dabei? Die Schwebelampe. Das ist auch ein tolles Nachtlicht, diese Schwebelampe da, dieses Hologramm da. Das ist denn das Holo... Verglitschtes Hologramm? Was war das, das Verglitschtes? Hallo? Gibt's nichts. Da war doch so ein Hologramm dabei. Ich hätte schwören können, das war ein An die Arbeit. Mit der Galaxy. Das ist doch auf jeden Fall thematisch. Hier auf jeden Fall passend. Oh, wir brauchen noch diese Dinger da. Mhm. Ist auch so ein tolles Objekt. Welches haben wir jetzt noch nicht? Welches habe ich verpennt? Das da, ne? Ja. Solche Deko ist das sehr gut. Also ich finde das jetzt nicht hier. Vielleicht bin ich wieder nur zu schnell. Die Tränke. Oh, das sind die Alien-Pflanzen. Das ist schon mal gut. Die brauchen wir auf jeden Fall auch. Der Tentakelbaum. Der muss eigentlich aufs Dach. Da gab es viele Kommentare oder auch Likes da drauf auf das Kommentar. Den Kommentar. Mit, ich nehme jetzt einfach mal zwei verschiedene. Dass wir da oben so einen Garten machen sollen. Dann können wir hier mal die Sachen auch einpflanzen. Glühorb, Pieksfrucht und Fangblume. Na? Das sind die drei Dinger, die es gibt. Eigentlich gibt es, glaube ich, vier, oder? Gibt es nicht vier? Ich dachte, es gibt vier. Und die können wir da oben einpflanzen. Die würde ich auch direkt mal... Ja gut, man könnte das... Könnte das noch ein bisschen mit dem hier so, aber... Vielleicht eher unten dann? Sind das noch so ein bisschen... Bisschen hier, Es geht mir zu sehr wieder ins Alien rein, ne? Ich will eigentlich mehr Wissenschaftler, weniger Alien. Ehrenmal. Oh, das ist auch toll. Könnte man auch nochmal so irgendwie... so ein Ding da reinpflanzen in den Garten. Das verändert sich natürlich dann. Machen wir das mal so. Das ist ein Grabstein. Für alle, die es nicht wissen. Okay.
Hier gibt es noch so Scanner-Dinger, da ist auch toll. Aber das könnte man auch als Fernbedienung benutzen. Können wir nehmen das als Fernbedienung, das ist ganz witzig. Mit dem grünen Bobbel da dran. Da haben wir noch dieses, diesen Stimmungsdinger, da ist das, glaube ich, oder? Steht nicht dabei. Kann man immer gebrauchen. Diese Proben. Ja, ja, da gibt's schon ein paar coole Sachen dann auch. Mit dem Tablet muss man aufpassen, das ist nämlich verbuggt. Dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt die da noch da rein. Ich hoffe, da passen noch ein paar mehr rein. Aber ist wohl nicht so, ne? Nein. 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 Und wir wieder tricksen hier. Wie trickst man das jetzt? So trickst man das. Dann habe ich genau die Höhe nämlich. Muss ich es nicht komisch hochleveln einerseits. Und andererseits, ja, sehen die dann so ein bisschen freier aus, ganz gut. So, so machen wir das. Dann kommt das eine vielleicht doch nochmal. Gut, es ist ein bisschen schwierig hier, ne? Hier irgendwie. Nebeneinander hinzubekommen. Aber man kann das ja so leicht versetzt machen, ist auch okay. Ja. Ich würde vielleicht sogar wirklich da noch ein zweites hin machen. Wieso nicht da so eine Schrankwand? Wieso denn nicht? Ja, toll, jetzt haben wir das so versetzt. Ist egal, wir machen da eine Pflanze noch rein. Deko. Hashtag grün. Irgendwas Schmales, Hohes. Und nicht schon wieder die Autorität. Was brauchen wir denn? Und sowas, glaube ich. Ja, das ist gut. So eine Vase da. Mhm. Die Bäumchen finde ich auch mal sehr futuristisch. Die haben so was Gestriegeltes irgendwie. Das ist ganz cool. Die gibt es, glaube ich, sogar auch in Blau oder so. Rosa. Ah ja, okay. Machen wir hier so ein Bäumchen hin. Da darf ein bisschen was reinkommen hier auch. Das Blümchen, das wird hier schwierig. Da können wir da hinten so einen Tisch noch aufstellen. Was haben wir denn da? So ein Leuchtwürfel ist immer ganz toll. Wenn man den so ein bisschen freier da reinstellt, dann auch alles. Ja. Das ist, glaube ich, ganz schön. Noch ein Stück zurück mit dir. So. Ja, da kann man hier die alte da angucken. Das mit dem Hologramm, das schickt mir jetzt. Wo ist denn das eigentlich drin? Ich glaube, das ist bei Elektronik dann, oder? Haben wir das hier irgendwo? Das wäre natürlich toll hier. Da ist es doch. Tragbare Galaxy Lightshow. Die wollte ich ins Schlafzimmer packen. Als Nachtlicht. Oh, da haben wir auch die Schwebelampe. Aber da kommt die Galaxy. Kommt da rein. Da kommt die Galaxy rein. Ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir unsere Kapseln da... Warum machen wir die denn eigentlich schon mit dem Kopf zum Ding? Oder wir machen die, ne, so zum Mittisch. Die brauchen ja eigentlich, brauchen die gar keinen Nachttisch. Aber macht man so einen Tisch in die Mitte irgendwie. Und dann die Kapseln da dazu, rechts und links. Die müssen wir jetzt, glaube ich, aber noch upgraden, ne? Verbessern, Steuerung, kaufen, Biorhythmus optimieren. Wir kaufen da mal alle Tier. Steuerung. Da. Jetzt können wir die Beleuchtung. Wir machen auf jeden Fall ins konzentrierte Träume. Und Beleuchtung machen wir mal blau. Ja. Und hier auch wieder. So, da wird der hier voll abgegradet. Blau, oder? Ja, machen wir blau. Blau Schlafzimmer. Was ist das toll mit der Aussicht? Hammer, ne? Das leuchtet auch alles so toll. Sehr clean hier auch. Was können wir denn da noch machen? Wir haben jetzt eigentlich nur so ein Bücherregal, ein Orangenbäumchen und irgendwie, ja, das ist so ein bisschen schwierig auch, ne? Da irgendwas. Ich finde sowas immer ganz cool. Das ist sowas,
weiß nicht, sowas Lebendiges halt eben. Das haben wir ganz selten, dass wir so Deko-Bäumchen haben. Ohne Klimbim. Und jetzt zeige ich euch das nämlich mal. Einschalten. Und die Aura haben wir auch. Das ist nämlich voll toll gemacht. Hier, guck mal an. Ein Holo-Galaxie-Dingens. Von dem Ding mehr Sachen. Das wäre toll. So richtig schöne FX-Objekte, ne? So. Ich würde hier noch so ein bisschen hobbymäßig was reinmachen. Ist halt schwierig. Meister, Mixer, Musikstation. Das geht mir zu sehr ins Künstlerische rein. Wir können auf jeden Fall auch nochmal diese, diese digitale Assistentin da irgendwo hinpacken. Das ist immer ganz praktisch. Wir machen die in die Küche unten rein, oder? Ich glaube, die Kids haben auch schon eine. Können wir da irgendwo in die Küche da rein? Da weiß ich noch nicht, die Küche. Jetzt können wir auch nochmal, dass es ein bisschen gemütlicher wird, will ich dann doch nochmal irgendwie auch einen Teppich oder so reinsetzen. Aber natürlich auch entsprechend irgendwas Cooles, ne? Sowas hier zum Beispiel. Die sind toll. Die sind cool. Ich brauche da anderes Licht. Die sind toll, ne? Die kann man auf jeden Fall nehmen. Ich glaube, andersrum sieht es besser aus. Ja. So. Ist wieder ein bisschen schwierig hier auch. A little bit schwierig mit dem Teppich, ja. So. Ja, oder wir machen den noch größer. Das ist, glaube ich, besser. Ja. Chakalaka hier. Schön mit Stromleitungen auch im Teppich. Ja, da können die schön zusammensitzen hier. Ich glaube, das passt ganz gut. Ja, der andere geht auch, aber der ist cooler. So, die sind auch total schön, diese Teppiche. Vielleicht können wir da auch nochmal irgendwie sowas machen. Da müssen wir mal gucken, wie das aussieht. Das ist auch ein schöner Kontrast mit dem Schwarz dann halt. Wir haben aber hier auch das Blaue. Der ist auch ziemlich edel. Das hat halt irgendwie gleich dann wieder einen Klecks, ne? Ist es sonst so, ist es so langweilig einfach, was soll ich sagen, ne? Soll ja auch irgendwie ein Stück weit gemütlich sein. Ja, die haben ja riesig viel Platz hier in diesem Schlafzimmer. Vielleicht können wir da doch nochmal irgendwas machen. Und das ist das Fenster extra, ne? Dass man hier brauchen irgendwie nochmal Aktivitäten. Computer und was haben wir ja alles schon 10-mal in dem Haus. Thermostat können wir noch reinbauen. Den würde ich mal, wo machen wir den zentral hier irgendwo hin? Ganz gut. Hier auch nochmal einen hin. Den Briefkasten da. Zukunftswürfel ist auch ein schönes Objekt. Das kann man auf jeden Fall auch hier mal benutzen. So. Haben wir denn da noch? Ein Keyboard ist auch schön. Keyboard. Das dürfte auch ein bisschen weißer sein. Hier gibt es auch ein Blau, gibt es auch. Eine alte Dünn. Hier kann man doch schön Keyboard spielen. Mit der besten Aussicht. Und es würde, glaube ich, hier auch noch, dann, wenn wir da schon in dem Blau so ein bisschen drin sind, so eine Bar reinpassen. Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen dann. Weiß nicht, irgendwie finde ich das toll, weil es hat sowas von romantisch, ne? Da kann man so ein paar Drinks noch machen und dann irgendwie so ein bisschen, ja. Na gut, wir haben unten eigentlich auch schon eine Bar. Ja, aber so Fotografie oder irgendwie sowas, das ist alles so ein bisschen Karaoke könnte man noch machen, aber ist eher ein bisschen peinlich. Ding-Tablet, oh ja, das ist toll. So ein Zeichentablett für die Entwürfe. Ja, und das Trending Board hier. Ja, dann nehmen wir diese. Die packen wir noch ein Stück weiter vor. So. Nehmen wir da doch lieber die weiße, die ist mir ein bisschen zu knallig. Auch. Oh, da gibt es auch so mit so Farben. Das ist aber nicht schlecht.
Nehmen wir das. Bisschen was Buntes ist gut. Okay, es sieht noch ein bisschen kahl aus. Ich guck mal, wie es aussieht, wenn wir Vorhänge nehmen. Zumindest so Rollo-Dinger, ne? Das wäre noch was. Das wäre noch was. Ich hätte jetzt gesagt, okay, die können die Dinger ja tönen. Das gibt's ja wirklich, ne? Dass man quasi die Ladung verändert in der Scheibe oder so. Und dann wird die quasi undurchsichtig. Die passen da so gut drüber, deswegen würde ich die jetzt mal nehmen. Okay. Okay. Ja, und jetzt muss da noch was hier zum Sitzen rein. Ich mache das mal direkt vors Fenster. Und hier dann noch so eine romantische. Genau, so ein bisschen. Da passt das ganz gut. Ums Eck. Ist auch gut. Ja, ich suche was Schlichtes, aber dann trotzdem mit so einem kleinen Klecks natürlich. Also ich glaube, das ist schon mal ganz toll. Dann haben wir diesen lila Ton, der sich da so ein bisschen durchschlängelt, vereinzelt auch nochmal mit drin. Und ich denke, so kann man sich ganz gut bewegen und man hat trotzdem noch die Bar mit drin, wobei ich immer noch nicht sicher bin, ob ich die nicht doch vielleicht da hinten hinstellen will. Sieht irgendwie besser aus, aber der Spiegel ist dann nicht symmetrisch. Man könnte den hier auch hinmachen. Ist halt auch ein bisschen knapp dann mit dem Kleiderschrank da, ne? Ich den eher. Ja. Machen die Bar da so ein Stück weiter nach hinten. Dass sie nicht so vor der Tür klebt. So, aber nur. Und dann holen wir uns da. Ich will die gleichen einfach nehmen. Das ist egal. Ja, die können wir ein bisschen kleiner machen. Obwohl es. Ja, gut, dass es halt symmetrisch ist, ne? Das mal so. Sieht doch noch ein bisschen weiter rüber. Ja, das ist ein bisschen eng hier. Machen die Tür echt vielleicht dahin? Oder haben wir noch weniger Kleiderschrank? Die Tür wandert hier, ne? Die ganze Zeit. So. Das ist gut. Machen wir das so. Dann haben wir hier unsere Bar im Eck. Die hat dann genug Platz auch. Ich würde sie trotzdem so machen, dass man da noch rechts und links vorbeilaufen kann. Und hier haben wir dann unseren Spiegel an der Wand. Jetzt müsste man natürlich noch gucken, wie wir das machen mit einer Kommode. Lagerung. Da wäre es natürlich gut, wenn man noch was hätte, ne? Das wäre natürlich gut. Ja, die ist natürlich schon gut. Ich glaube aber, die da gibt es auch mit so einem. Gibt sie nicht auch mit so einem lila Ton? Also wieder das Kindliche da, ne? Das ist ein bisschen zu knallig. Ich glaube, ich würde in dem Fall echt die Base Game Dings nehmen. Jetzt müssen wir nur gucken, wo wir die wieder hinpacken. Also, man könnte die hier noch in die Ecke da. Da ist ganz gut. Hier ist ganz gut. Ja, da kommt das Bäumchen da ein bisschen weg. Ja, die kann man so ein Stück weit vors Fenster stellen. So ist es doch ganz okay. Dann hat man hier nochmal den Spiegel. Vielleicht können wir auch da nochmal was Cooles machen. Indem wir da so eine Zweier, so ein Zweiergespann oder was machen. Das hat irgendwie wieder was, ne? Was Besonderes irgendwie. Finde ich irgendwie toll. Könnte auch so ein Smart Screen sein oder so. Das auch. Gut, Fernsehen gucken kannst du hier eh schlecht. Nee, die sollen runtergehen. Können sie da was lesen, ein bisschen Klavier. Hier haben wir was, da haben wir was. Und ein bisschen Deko brauchen wir dann doch noch. Ich mag's hier natürlich vor allem sehr, sehr gern dann auch ein bisschen dezenter. Aber so ein bisschen Zeugskrams braucht man dann doch. Jetzt hier den VIP-Eimer noch, das passt zu der Bar vielleicht auch dazu ganz gut, ne? So. Und da können wir noch so ein paar Cremes oder irgendwas machen. Machen wir das so. Jetzt hinten ins Eck. Angenehmer. So. Ja, das ist noch ein schönes Schlafzimmer hier. Also ich meine, die Aussicht macht's eh wieder. Perfekt. Kinderzimmer ist ein bisschen bunter, ein bisschen verspielter. Hier haben wir den Arbeitsraum. Da können wir nicht mehr viel reinklatschen. Das ist hier schon gut, Badezimmer passt auch. Dann haben wir das.
Dann würde ich sagen, auf geht's zur Küche hier. Wie machen wir das denn mit dir jetzt, liebes Küchelchen? Ja, ein bisschen Luft ist auch mal gar nicht so schlecht. Hat man noch so ein bisschen, wenn man irgendwie doch nochmal vom Gameplay her irgendwas dann neu hinzubekommt im Spiel. Oh, hat's da wieder was verrissen oder war das schon von Anfang an so? Das ist auch wieder cool. Ja, müsste so gewesen sein. Hätte ich gar nicht in Erinnerung, dass die da so reinragen. Hatte schon? Ich meine, schlimm ist es nicht, aber es ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen irgendwie direkt. So. Küche. Oh, das wird schwierig. Da bin ich auch sehr gespannt, wie wir das jetzt machen. Ich würde sogar, glaube ich, umschwenken auf die ganz weißen Möbel. Aus... Ah, die gibt es gar nicht in ganz weiß, ne? Aus coole Küchen, weil die haben so weiße Schränke. Die sind ganz gut. Oder wir nehmen... Base Game ist da ein bisschen langweilig. Die da sind nämlich toll. Komm, wir nehmen die da. Die passen eigentlich viel besser, ne? Ja, wir machen das. Ja, die sind mir so ein bisschen zu kalt. Einfach. Es ist so... Ja, es ist einfach so. Jetzt haben wir da drüben so viel Dunkles gemacht im Schlafzimmer. Jetzt können wir da durchaus mal ein bisschen heller werden. Ich mache wie immer erstmal die Theken. Dann kann man sich da dran lang hangeln. Rund ist natürlich auch gut immer. Das können wir auf jeden Fall als Abgrenzung auch nehmen. Vielleicht dann auch mit den normalen, ne? Es gibt auch sowas, was auch total toll ist, wie ich finde. Weil die sind so... Na, da kann man das so schön irgendwie... Noch irgendwie hier so eine Ecke oder so machen. Da kann man dann irgendwie eine Kaffeemaschine draufstellen oder so. Und es sieht so ein bisschen dann aus, wie wenn es so eingebaut wäre. Das ist immer ganz schön, finde ich. Ein bisschen das schwieriger. Integrated hier. Einbaumöbel. Aber man könnte es auch zentral machen, so als... Das ist auch wieder... Vielleicht könnte man... Wo machen wir den Esstisch hin? Auf eine Seite den Esstisch und auf die andere nochmal so eine... Oder wir machen das... Ich habe eine ganz, ganz andere Idee. Wir machen das so, dass wir hier so eine Inseltheke machen. Mit einem Barbereich quasi. Sind die jetzt nicht aneinander hier? Was soll denn das hier? Nicht genau mit denen da ist so auf jeden Fall. So. Dass die so ein bisschen eine Form haben, aber die Oberfläche, ne, trotzdem geradlinig ist. Das sieht doch mal cool aus, wenn das so ein bisschen eine Einbuchtung hat. Ja, jetzt gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Wenn wir die auf die andere Seite dann auch wieder stopfen oder die zurück. Die da machen. Aber entsprechend dann da den normalen Herd reinsetzen. Jetzt gucken wir mal, wie weit der da rausragt. Dann natürlich auch schwierig. Ja, dann müsste man wahrscheinlich den normalen nehmen. Ne? Mal gucken, ob das hinhaut. Da noch die da. Nee, dann müssen wir dann doch die normalen Theken nehmen und die gibt's nur mit so einem... Ah doch, die gibt's auch mit dem. Also, dann haben wir es doch. Dann haben wir doch unsere tolle Form jetzt hier. Sehr schön, dann machen wir das so. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir da wieder irgendwie das geschlossen bekommen. Das ist jetzt die Schwierigkeit. Ja. Das ist jetzt die Schwierigkeit, das hier zuzubekommen. Upsi. Ja, weil zwei Theken sind zu viel natürlich. Eine ist zu knappig. Das ist nicht so einfach, Leute. Das ist nicht so einfach. Also man muss das sich, glaube ich, schon mal erstmal an die Mitte halten. Wieder die Inseltheke, bin ich jetzt blöd. So, und dann gibt es noch diese schmalen. Wie ist es, wenn man das irgendwie so macht? Ein bisschen ineinander setzen kann man es ja. Das wäre mal was Besonderes jetzt hier. Die flackert ja nicht mal. Jetzt gucken wir gleich nochmal, ob die nicht doch irgendwie ein bisschen flackert.
Da vorne flackert die jetzt halt, ne? Aber oben. Da muss man die ganz leicht versetzt machen. Mehr kein Sinn. Aber das ist ja mal individuell jetzt hier, oder? Das ist ja mal eine Theke, du. Da kommst du ja auch an den Herd ran, wenn da irgendwas reinfällt. Da kommst du nicht mehr ran. Kannst ja dann. Aber das ist jetzt mal besonders. Das finde ich jetzt toll. Eine richtig schöne Form und durch die helle Oberfläche flackert das kaum. Das ist gut, das ist gut. Und jetzt tun wir da noch einen Abzug natürlich hin. Würde ich den gleich direkt mal nehmen. Weil der auch wieder sehr gut passen würde, aber der ist leider wieder sehr fett. Aber das passt in dieses Futuristische natürlich sehr gut auch rein. Aber der hat oben so einen fetten Abzug da, ne? Das ist schon krass. Ja, das schon. Aber das gefällt mir jetzt so. Das darf gern ein bisschen übertriebener sein. So eine schöne Leucht-LED, ne? Das ist gut. Jetzt gucken wir nach den Schränken. Also da wollte ich ja eigentlich die da nehmen, weil die überstrahlen so von sich aus immer ein bisschen, aber die passen jetzt hier halt schlecht dazu. Deswegen würde ich dann doch mal gucken, dass wir ja, uns halt an die da halten. Weil die auch wieder, ne, farblich komplett anders sind. Das ist doch wieder zum Mäusemerken. Dass wir hier... Ihr könnt ja eigentlich auch noch den anderen Kühlschrank mal nehmen. Dass wir hier sowas machen. Gibt auch sowas irgendwie noch. Aber hier mal so ein extra Schrank nochmal. Und da nehmen wir... den da vielleicht. Da hat man da noch so ein bisschen Spiel. Da könnte man jetzt auch den Herd eigentlich oder sowas reinstellen. Aber ich würde da mal dann irgendwie gucken, was haben wir denn da so an großen... das hier an hohen Küchengeräten, die da ein bisschen zu gequetscht immer aussehen, wenn die da drunter stehen, ne? Wenn man das hier macht und das ist immer so schade, dass das nicht irgendwie näher beieinander sein kann. Dann machen wir da noch so ein Regal oder sowas rein. Ja, das ist gut. Und da können wir dann, ne, wir haben glaube ich schon die Backrollen. Tasse. Oh, Debug. Zeig mir noch die Tassen, Mensch. Trinken. Hier, da ist schon was drin. Das will ich nicht. Wo sind die ohne Trinken? Trinken, oh, Saft on the Rocks da. On the Rocks heißt. Aber hier nehme ich die Gläser dann hin. Wir haben super schöne Kaffeetassen Auszeit für Freunde auch bekommen. Da kann man was nehmen. Oder dann auch so ein bisschen Cocktailgläser, das ist auch nicht schlecht. Mal gucken, so kleinere. Aber ich wollte eigentlich Kaffeetassen jetzt. Komm. Kaffee. Ich guck mal bei Kaffeetasse. Mhm. Die normalen, aber wo sind diese Espresso-Dinger da? Gibt's die bei Espresso? Da sehen Sie da. Die kleinen schönen Tässchen. Die kann man da oben auch schön draufstellen, ne? Das war so. Dreh die ein bisschen, dass es nicht so clean aussieht. Das ist doch cool. Ja, Tassen eigentlich in den Schrank, aber. So. Und jeder sabbert immer diese komische Heinz-Lautsprecher, heißt der. Und dann können wir auch da in die Mitte irgendwie stellen. Heinz, stelle den Timer auf. Eine Stunde. Okay. Spüle. Nicht zu vergessen. Und Mülleimer, Daniel, ne? Vergesse ich immer gern mal. Ich würde die Spüle, glaube ich. Dann würde ich das so mal probieren. Das haben wir da, die Kaffeebar. Dann haben wir hier das Spülbecken, ne? Das passt ganz gut so zentral. Mikrowelle wäre auch noch gut. Das können wir langsam uns aber abschminken von dem Platz her. Ja, die ist echt ein bisschen kritisch jetzt.
Scheiße, dass man nicht so Einbauschränke hat, wo man die Dinger dann da reinstellen kann. Echt mal. Ja, ist wirklich wahr. Jetzt haben wir ja natürlich auch fette, eine fette Kaffee-Ecke. Ein Tod musste sterben. Ja. Oh, die gehen ja noch weiter raus dann bei den Theken. Das ist ja nicht zu fassen. Ich dachte, jetzt hat man endlich mal hier eine Theke, wo das vielleicht ein bisschen überdreht, aber nee, nix ist. Steht immer so weiter an den Rand, wie wenn es gleich runterkibbelt. Ist doch echt nicht zu fassen. Hier geht's dann noch. Machen wir es so. Okay. Mülleimer. Da nehmen wir natürlich diesen gut organisiert. Organisch gut. Den können wir auch da irgendwo zu uns Eck stellen. Dann haben wir auch noch die Theken da, ne? Dann vielleicht doch da unseren Krams hinpacken. Oh, die machen das sogar so ums Eck. Da ist ja mal was hier. Das sieht ja mal toll aus. Das hängt auch wieder total über. Das würde ja keiner so platzieren, da so überstehen. Dann würde jeder sagen, oh, stell das weiter zurück. Oder? Bin ich jetzt blöd hier. Das kann doch nicht sein. Ich probiere es mal doch aus, ob wir das vielleicht anders. Aber wenn das ja gut ist, nach innen kannst du es auch nicht machen. Das muss schon so sein. Ist das blöd. Das ärgert mich jetzt wieder da, ne? Scheiße. Das Maschine wahrscheinlich das gleiche Spiel. Ah, das ist echt doof gemacht, sorry. Also das kannst du eigentlich fast nicht bringen, diese Slots da so weit vorne anzuordnen. Das irgendwie. Bei dem geht's noch. Gibt's auch eine hellblau? Gibt's auch eine hellblau Variante. Cool. Dann machen wir das so. Da geht's noch. Bei denen geht's noch. Dann haben wir da nämlich mehr Platz, dann machen wir da nämlich unsere Kaffee-Eis-Ding. Dann haben wir hier mehr Luft. Ja gut, bringt uns nichts wegen der Mikrowelle, die ich eigentlich da irgendwie... Aber ist okay. Was sollen wir die, sollen wir den Dinger hier vielleicht irgendwie hinmachen? Das könnte irgendwas zum Kochen sein. Drehen hier, da geht. Dann machen wir das nämlich so. So gefällt es mir nämlich immer noch besser. Wenn wir das so haben. Ja, komm. Wir haben die Küchengeräte in der Mitte. Dann packen wir die da auch da ein bisschen rüber. Der kann schön auf vielen kleinen Slots da platziert werden. Das finde ich gut. Dann haben wir hier noch eine weiße Spülmaschine rein. Die können wir, das ist eigentlich egal. Da so ein bisschen am Rand. Ja, so ein Kühlschrank damit zu flaschen. Ich weiß nicht, ob das so... Braucht man sowas? Will man sowas? Könnte auch noch was aussehen. Wir sehen mal... Auch schön weiß. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Da hinten gefällt mir der nicht. Kann man den ganz normal als Kühlschrank verwenden? Wir müssten eh den anderen Kühlschrank jetzt mal hier nehmen. Beziehungsweise den da. Und den kann man, ist ein cooles Objekt eigentlich. Ein bisschen was von Energy Drinks oder so irgendwelche. Das ist doch toll. Wieso denn nicht hier so ein bisschen mehr Technik? Jetzt wird's hier aber knappisch mit dem Platz. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das mit dem Esstisch machen. Ich würde ihn, glaube ich, ja, eigentlich müsste er schon hier so hin. Müssen wir aber ein Zweier dann nehmen und querstellen, oder? Oder ich habe eine ganz, ganz andere Idee. Man kann auch quasi so eine komplette Wand machen, wo man das sitzen kann am Rand. Diese Tische ist schade, die sind eigentlich voll cool, aber mit dem Holz stört mich das. Ja, nur eine Platte wäre natürlich wieder am besten, ne? Ohne Füße, die ich dann in die Wand hier rankleben könnte. Aber nein. So weit gibt es nicht, nee. Ja. Wisst ihr, wie ich meine, dass man quasi die so an den Rand hin macht?
Sieht schon mal ganz cool aus, wenn das so integriert ist. Mal was überlegen, ob das so irgendwie geht. Ja, das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Und den nochmal. Ja, wie wenn der halt so ein bisschen in der Wand drin wäre. Das ist so irgendwie. Da sieht man halt auch die Füße wieder. Das hat schon was. Das hat schon was. Können wir den da hier so reinsetzen? Ja, das gefällt mir besser. Machen wir das so. Machen wir das so. Let's do this. Komm vor. Da nehmen wir jetzt, da würde ich schon die, ja, Glas haben wir draußen. Dann nehmen wir da doch die, wo haben wir das? Entweder die simplen weißen, die sind ganz schick. Die sind ein bisschen Plastik, ne? Die da. Kontrastfarbe oder weiß. Wir haben ja das Gold immer da dabei, ne? Das stört mich da in dem Fall. Dann nehmen wir die grauen. Ah ja, jetzt haben wir natürlich da ein Slot quasi in der Wand drin da, ne? Das ist nicht so ideal. So ein bisschen drücken, ohne dass das rausguckt. Können wir das draußen für ein kleines Tischchen noch nehmen. Das war so. So ist ganz okay. Aber ein bisschen mittig natürlich. Ja. Läuft. Beleuchtung. Da würde ich gerne die da nehmen. Gibt es die nicht auch in so einem schönen hellen Dinger? Genau. Die da ist gut. Die da ist sehr gut. Ja. Okay, jetzt haben wir da unser komisches Leuchtding, was wir vielleicht noch verwenden wollten. Muss ich sagen, stört mir jetzt so ein bisschen das Bild. Ich würde es vielleicht so am Eingang irgendwie machen. Wenn du da drüber trittst, dann wäre deine Schuhe geputzt automatisch. Ja, so ein bisschen was Deko-mäßiges brauchen wir da schon noch. Also so ist jetzt auch nicht. Fehlt auch noch eine Lampe, ne? Oh, wir haben da noch ein Klo auch. Wenn wir die Lampen da verteilen. Gut, über das Wohnzimmer, den können wir auch so eine setzen. Die sind mal ganz schön. Ja. Fernseher ein bisschen tiefer, glaube ich, ist besser. Mal wird die dahin. Oder am besten hier davor ist noch besser. Gut. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Jetzt brauchen wir da noch so Barhocker natürlich. Na gut, dass wir den Esstisch da drüben hin platziert haben. Die hätten da nämlich auch nicht mehr hingepasst jetzt. Ja, hier ist es auch wieder so, ne? Simpel. Ich würde jetzt die da nehmen. Die das sind ganz gut, glaube ich. Die passen. Und dann können wir da drüben, würde ich sagen, nochmal so eine Art. Sieht aus wie so eine Kantine, ne? Wenn man da so Tische hinmacht noch. Wir haben zu viel Platz in der Küche, Leute. Ich dachte, ist okay, wir haben zu wenig. Aber wir nehmen da noch so einen Tisch dazu. Es könnte auch so ein Kaffeetisch oder sowas sein, ne? Das ist auch ganz gut. Ja, wir lassen den, kann man nicht am Tisch sitzen mit den Hockern. Deswegen machen wir die so, aber die Sims setzen sich ja trotzdem dahin und essen dann auch. Kann man Eis schlürfen oder sowas. Und hier jetzt, da ist jetzt schwierig, irgendwas zu machen. Das könnte man hier noch hinpacken. Ah, die Zeit schon wieder, ich sehe es gerade hier, Mann. Manometer. Wenn man hier... Das wäre einfach nochmal. Das ist eine richtige Wohnküche jetzt. Wenn man da so eine Couch nochmal reinmacht. Oder vielleicht auch so eine große.
Ja, das ist wieder so ein bisschen schwierig, ne? Und dann da noch. Vielleicht habt ihr ein Hobby, das hier noch Platz findet. Ja, ich weiß nicht, ob ich die jetzt schon wieder nehmen soll. Ich nehme jetzt mal einfach die Vase mit den Palmen. Ja. Weil wir haben da genug Platz, da passen nämlich auch die Palmen dann super gut hin. Ja, finde ich schon mal geil. Also ist schön clean auch. Soll so sein. Ich mache da keine Messer oder so hin. Das ist alles zu viel, finde ich, für dieses Haus. Aber jetzt so von der Aufteilung ist es ganz gut. Wir haben noch genug Platz auch. Und hier dann das Wohnzimmer ist ein bisschen dunkler. Ne, Mädchen, du passt hier schon perfekt rein. Ich habe die mal so ganz schnell ratzifatzi erstellt. Jetzt brauchen wir da noch so ein kleines WC-Klo. Sehr gut, dass wir das da haben. Das hatte ich gar nicht mehr im Blick, aber es ist gut. Das ist sehr gut. Weil dann können wir da auch gleich mal aufs Klo springen dann. Oh, dann eine ganz normale Tür jetzt, komm. Simple Tür hier in Weiß. Die gibt es bald in Weiß hoffentlich. Eieiei, da kriegst du doch wieder eine Krise. Dann nehme ich halt die Glastür, auch wenn es total dämlich eigentlich ist. Aber... Oh, da gibt es auch so eine schöne blaue. Das eh verstecken. Ha! Achso, wir wollten ja ein Klo machen. Ne? Dusche ist ein bisschen eng dann mit Waschbecken auch noch. Schade! War wohl nichts. Natürlich kommt das sprengende Klo hier rein. In Türkis. Natürlich versetzt. Dass wenn man reinguckt, nicht gleich das Klo sieht. Und dann da auch das. Wir haben kein futuristisches Waschbecken irgendwie, ne? Ist das wirklich wahr? Mein Lieblingsspiegel. Klopapier brauchen wir eigentlich nicht, ne? Der sprüht ja förmlich. Verkleinertes Handtuch. Ja, es ist ein Klo. Was willst du da? Mehr. Autorität ist immer perfekt auf dem Klo. Braucht wenig Platz und bringt ein bisschen Farbe rein. Okay. Last but not least, müssen wir jetzt hier nochmal gucken, dass wir da nochmal den Pflanzentopf da platzieren. Wieso fehlt denn der eigentlich da noch? Dann kann man da die Pflanzen anbauen, das ist schon mal gut. Hier hat man ja die da, das passt. Ne, schön in Reihe und Glied, die schwarzen, das ist gut. Hier draußen auch. Gut, die Wettermaschine, die könnte man nochmal vielleicht in die Richtung oder so machen, dass man da auch nochmal was hat. Schade, dass die nicht so in anderen gibt es nicht, ne? Anderen Farben da irgendwie gibt. Das wäre nochmal praktisch gewesen. Das erinnert mich immer voll an Mass Effect, diese Kisten und so, die da rumliegen neben so. Das ist der Aufzug, dann haben wir das so ein bisschen, dann haben wir den Außenbereich. Ja, das ist gut. Das ist okay. It's okay, it's alright. Ja, hier unseren Hobbyraum. Dann haben wir da das Bad. Das Hauptbad. Gut. Schlafzimmer. Ah, schön. Da mit dem Licht auch von oben ist echt cool. Auch mit diesem Bienenwabenmuster da. Kinderzimmer. Sehr verspielt. Und den Balkon haben wir auch noch. Aichi Bumbaichi. Was machen wir denn da jetzt noch raus? Genug Sitzgelegenheiten. Ich gehe nochmal unter Aktivitäten und Fähigkeiten. Was passt denn draußen noch so hin? Was man als alter Futurist hier machen würde draußen. Gut, man könnte noch so ein paar Blubber-Lounge-Sachen, das ist auch so. Ne, das ist auch so ein bisschen sowas. Da wird man so ähnlich wie ein Stranger, weil kriegt man dann die Stimme und. Die gehen, glaube ich, mit Sessel, ne? Ja. Dann nehmen wir. Oh ja, dann nehmen wir hier diese Dinger da. Das ist toll. Ja, das hier so hin, das ist toll. Ja, und bei den Kindern, da können wir dann nochmal gucken, dass wir hier vielleicht nochmal so ein Puppenhaus haben wir drin schon. Das wäre jetzt was, wo ich gesagt hätte, okay, das könnte man gut rausstellen. Schulprojekte, natürlich. Konstruiere eine Brücke. Vulkan, Robotertechnik, das muss auf jeden Fall hier hin. Der Roboter, da können die schöne Robies bauen. Das ist toll.
Oder können wir gleich auch so ein Robi da reinstellen mal noch. Das ist auch so ein tolles Objekt auch, ne? Geht er nicht noch da irgendwo ins Regal oder so? Den kann man so schön anklicken und dann redet der mit einem. Come on. Schwebt jetzt ja wieder hier. Wenn ich das hochlevel, dann es geht nur einfach. Ach, schade. Da musst du woanders hin. Oh, die haben aber auch ein schlimmes Regal hier. Ja alle Tier, der Mann, der Mann, der Mann. Mann, oh Mann, oh Mann, hier. Da kommst du da in die Mitte einfach. So, hier dazu. Und das Dings kommt da noch ein bisschen raus. Und da draußen können die dann basteln. Heute Kreaturen-Dinger können wir auch noch rausstellen. Das haben die drin, glaube ich, auch noch nicht, ne? Das würde auch da reinpassen. Ich werde das da in die Mitte machen. Ich wollte immer in der Mitte so ein bisschen Platz lassen, dass die da rumtollen können noch. Was haben wir da? Lassen wir das raus, ne? Mach das mal raus. Die sollen da schön rausgehen und dann... Das Ding ist ja hier wasserfest. Wasserdicht. Okay. Da ist ja unser Treppenhaus da. Ein bisschen komisch. Da kommt man hoch und dann kommt man oben raus. Dann wäre da ein kleines Überdach. Kein Treppengeländer mit Absicht. Das würde ein bisschen das Bild zerstören. Hier haben wir dann die Pflanzen. Die dürft ihr dann einpflanzen, wenn ihr das wollt. Dass man hier so ein paar Alienbäume hat. Die sollen da auch frei hier rumstehen. Die würde ich jetzt nicht irgendwie in so Kästen oder so reinsetzen. Wenn das hier schon geht. Gut, die anderen Sachen, die muss man natürlich, dann kann man nur auf dem Boden einpflanzen. Aber da kann man dann einen Topf sich nehmen und dann die da oben einfach so platzieren. Ja, so ein schönes Projekt jetzt geworden, oder? Das Future Penthouse. Das war's. That's it. Ich hab's ja gerade schon gezeigt, bin schon durchgeflogen. Vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen. Wieder eine XXL-Folge, aber ist doch cool. Bis zum nächsten Mal hier bei einer neuen Reihe, die ihr euch natürlich jetzt auch wünschen könnt. Falls ihr Ideen habt, immer her damit. Oder jetzt noch bei einem anderen Video eurer Wahl, falls ihr noch mögt. Dann ganz viel Spaß. Bis denn. Ciao.